den Jüngsten entdeckt. Sagst du mir deinen Namen? Linda. Und du bist ein großer Kelly Family Fan? Mhm. Was ist denn da besonders schön dran an der Kelly Family? Wenn die so singen, sowas alles. Dass sie singen, ja, das tun sie ganz besonders schön. Und du feierst schon ein bisschen hier im Voraus. Lass deinen Gefühlen freien Lauf. Wunderschön, wir haben uns also ganz gut eingestimmt. Und sie sind auch schon drin, ich hab sie persönlich getroffen. Du selber? Nein, also hier draußen noch nicht. Und überhaupt schon mal? Ja. Erzähl mal. Was soll ich erzählen? Wer war denn das? Komm, rück raus mit der Sprache. Was habt ihr zusammen erlebt? Jetzt ist sie ein bisschen schüchtern. Wollt ihr denn nachher, dass die Kelly Family euch auch persönlich nochmal begrüßt? Ja, wäre das was? Ja, die Vorfreude ist schon ein bisschen da. Ich merke das schon. Ich arbeite noch ein bisschen dran, ihnen was aus der Nase zu kitzeln. Olli, mach weiter. Talk about lovers, they're both young and very pretty. They're in love, but he betrays her. He says he's sorry and so she wants to believe him. That is why he's got her on his hook. What you did to me? You got me on your hooks. You're a bastard. You got me on your hooks. You're a bastard. You know it's true. You got me on your hooks. Oh no. You got me on your hooks. You're a bastard. You got me on your hooks. You're a bastard. She doesn't believe him. I saw you kissing that girl last week, but I still think you love me. That's why you got me. What you did to me, I can do to you. Baby, set me free. They don't let you be. Come on, come on now. Don't you fool around, 'cause you're hurting me. Won't you let me be? You got me on your hooks. You're a bastard. You got me on your hooks. You're a bastard. Ich setze mich mal lieber hin. Ach, heute Kelly Mania. Dankeschön. Das ist wie bei Wetten, dass. Das gefällt mir. Ja, das ist auch unser Interaktivmotto heute. Also alles, was ihr über die Kellys wissen wolltet, schreibt das uns, faxt das uns, e-mailt das uns, denn wir wollen alles von euch wissen und wir werden alles erfahren. Die Kelly Family ist sage und schreibe fast ganze 2 Stunden heute hier. Und wir haben natürlich Blümchen draußen stehen, das sehe ich schon über meinen Monitor. Ich komme mir so ein bisschen vor wie beim ZDF. Ich gebe mal rüber zu der Live-Schalte, was so vor dem Studio los ist.
Hey, Süßer, ja, langsam schauen Sie hier auf. Eben war noch ein bisschen Schüchternheit zu merken. Sie kommen mir mit Herzen, I love you, an. Und ich schaue in viele erwartungsfrohe Gesichter. Und ich habe hier was entdeckt. Und zwar gibt es ja auch einen Style, den Kelly-Style. Und den, den hast du ja jetzt am besten vertreten. Erzähl mir doch mal, wo du deine Klamotten herkriegst. Holst du dir auch... Warte mal, sagst du ins Mikrofon. In indische Läden kriegst du die. Und geht die Kelly Family da auch so shoppen? Hast du das irgendwie so... Viel selber. Die machen viel selber. Nähst du auch manchmal selber? Ab und zu mal. Lässt du dich dann auch von den Bühnenkostümen so richtig inspirieren? Ja, auch sehr viel. Und wem würde das jetzt auch stehen, was du jetzt anhast? Der Casey. Da kennst du dich aus. Jetzt sagst du was. Das ist schön. Ich habe eine Frage an alle. Wenn man auf Konzerte geht, gibt es da sowas wie eine Hymne? Ein Lied, das alle auf jeden Fall mitsingen müssen? Alle Lieder werden mitgesungen. Und so ein Spruch wie im Fußballstadion, so Ole, 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 die Kellys, come on, oder sowas. Was machen so richtige Fans, wenn ihr eure Lieblinge klatschen? Zeig mir mal, wie klatschst du denn am besten? Ja, hui, das ist schon mal ganz gut. Super. Ja, ne, das sieht schon mal ganz professionell aus, das dieses Klatschen. Richtig, ab. Richtig gut. So, hier vermummt sich jemand, das finde ich komisch. Wenn man sich hier in die erste Reihe stellt bei Viva, weil die Kelly Family da ist, ist das doch sehr merkwürdig, wenn man irgendwie versucht, unbedingt unerkannt zu sein. Könnte auch daran liegen, dass sie heute die Schule geschwänzt hat, um hier zu sein. Oh, habe ich verraten? Gibt es hier Schulschwänzer? Ja, oh, da wird sie auch noch gemeldet. Ja, naja, dann müssen wir hier so blank, gibt's nicht. Du bist also inkognito hier? Ja. Also Anna S. aus Lüneburg, inkognito hier, will nicht erkannt werden. Jetzt verhedder ich mich hier in den Haken. So. Ich werde hier nochmal die Personalien aufnehmen. Mach das mal. Ich habe ja jetzt Grund, sie zu erpressen. Ich werde also heute noch reich werden. Das ist ein guter Tag. Olli, was hast du? Zurück zu mir. Dankeschön. Danke, Anke, ja. Ah, Süßer hat sie mich genannt. Ich glaube das ja gar nicht. Viele fragen mich hier übrigens, warum hast du dieses Trikot an? Ja, ich stehe zu meinem Verein, auch wenn wir 3-1 in Köln verloren haben. Ja? Das macht gar nichts. Ja, wir bringen die Kölner wenigstens in die erste Liga und wir steigen wieder ab. Naja, egal. So, kommen wir zu unserem Faxmotto, Interaktivmotto, wie ich es eben schon genannt hatte, Kelly Mania. Und wenn ihr Fragen habt zu den Kellys, dann ruft an 01805 15 17 51 ist unsere Kelly Hotline. Und wenn ihr faxen wollt, hier, dann faxt unter 01805 15 17 52. Und wenn ihr E-Mails schicken wollt, dann schickt ihr an interaktiv@vivatv.de. Das ist das Stichwort, dass ich mir jetzt einen E-Mail-Master suche. Und ich frage mal in die Menge, wer möchte denn heute E-Mail-Master werden? Das sind ja einige, das finde ich sehr schön, die aus Bottrop da hinten und so. Ich bewege mich mal in die Richtung und ich sage, hallo, du bist dabei. Hallo. Hallo. Ein Applaus für unseren E-Mail-Master. Ja, wer bist du? Marlin. Marlin? Ja. Marlin, komm an deinen Arbeitsplatz. Oh, da knallt es ja schon richtig. Kennst du dich aber mit Computern aus? Ja. Du hast zu Hause auch einen? Ja. Gut, dann werden wir dich gleich in das höhere Wissen der E-Mails einweisen. Und wir werden sie gleich verkabeln. Sie wird alle E-Mails für uns vorlesen. Und wir schauen uns jetzt einen Clip an von... Hey, rat mal von wem? Kelly Family? Nein, wo bist du denn darauf gekommen? Die Kelly Family mit Fell in Love with an Alien. Out in the field, farmers grew bread and called for the meat. He took for the shed, the darky too far. Silence was all, a beauty shone bright.
Holly. I'm in love with an alien. Wenn ich schon bei den Boygroups nicht ankomme, vielleicht nehme ich heute die Kelly Family mit. Aber schauen wir mal. Erstmal nochmal einen Applaus für Blümchen. Danke. Ich habe mein Bestes gegeben. Das war eigentlich gut genug. Jasmin wird heute bis Donnerstag einschließlich meine Co-Moderatorin sein. Freue ich mich natürlich. Das habe ich mir doch erhofft, dass du dich freust. Ja. War das schön da oben? Ja, also es ist so, dass die schon noch ein bisschen schüchtern sind. Die wollen sich noch nicht so richtig, richtig die freuen. Die tauen noch auf. Ja. Aber bei den Temperaturen ist es nicht so einfach mit dem Auftauen. Es waren aber ein paar Blümchenfans oben, ne? Ja, die haben sich dann so notgedrungen auch mal umorientiert, aber nicht wirklich. Die haben sich natürlich den ganzen langen Weg nur wegen der Caddies gemacht. Ach so. So ist das. Ja, aber da kann ich mit leben, ich komme mit klar. Das ist sehr schön. Heute haben wir natürlich auch einen Wunschclip des Tages. Hier bewegt sich ja alles. Und mal schauen, von welcher Band wir ein paar Clips da haben. Ah, doch nicht Christian Wunderlich. Ja. Also gewonnen hat dann schon mal die Kelly Family, das steht schon mal fest. Das steht schon mal definitiv fest, ja. Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen, aber einer musste ja gewinnen. Wenn ihr mitbestimmen wollt, dann ruft an 0190 570 560 und die 1 für die Kelly Family mit First Time. Die 2 für die Kelly Family mit Children of Kosovo. Und die 3 für die Kelly Family mit An Angel. Und ihr habt natürlich auch jederzeit Zeit, den Zwischenstand auf der Viva-Text-Seite 666 zu verfolgen oder nochmal ein paar Infos über die Kelly Family auf der Seite 315 zu bekommen. Ja, die Kelly Family werden leider am 6.12.1999 nicht dabei sein. Nicht ganz. Nicht ganz. Mitch Kelly ist Mitch dabei. Mitch Kelly. Mit dem Titel Walk Hand in Hand wird auch dabei sein. Aber er ist kein offizielles Kelly? Mitglied mehr, echt nicht? Oder? Ich glaube, können das mal gleich nachfragen. Ja, das müssen wir aufklären. Auf jeden Fall werden andere nette Leute dabei sein. Echt, DJ Bobo, Olli. Herzlich willkommen. Hallo, schön, dass du da bist. Hi. Hallo, Freunde. Hi. Hallo. Oh, wie schön, alle auf den Haufen. Hallo. Hallo. Leute. Hallo. Hi. Hi. Hallo. Hallo. Hi. Hallo. Playing a song now? Kommt noch jemand? Nee, weil ich habe jetzt nicht mitgezählt. Das ist ja ein Mitglied, doch, doch, der das nächste. Doch, da wird noch einer gezeigt, da wird noch einer gezeigt. Wir schauen doch mal. Ja. Ah, ja. Hallo. Last but not least, hallo. Ein wunderschönes Kleid. Jetzt sind sie aber vollständig. Kommt noch einer. Jetzt können wir hinterher gehen. Okay. So. Nein, Olli, nicht auf die Bühne. Das ist jetzt nicht deine Showzeit, nein. Okay, dann halt nicht auf die Bühne. Ja, sehr schön, dass ihr da seid. Und wir werden gar nicht groß erstmal reden. Wir werden sie gleich erstmal performen lassen. Und hier ist die Kelly Family mit einem Hit-Medley für euch. Some fun.
I would tell you how much you mean to me, I think you wouldn't understand it. So I wait until this day comes when you will understand me. And I love you, I want you, I wanna talk to you. I wanna be with you. By the mystic knights, the true young heroes, brave and bright. Then the dark forces came, brought the people endless pain. Now the children have no fear, come to know the mystic knights are here. Mystic knights have come to save our lives. Mystic knights have come to save our lives. Yeah. Die Kelly Family. Dankeschön. Wird ja nicht das letzte Mal sein. Die werden nochmal natürlich performen, wenn die schon die ganze Zeit ja, da sind. Ja, und gleich Rede und Antwort stehen. Viele Fragen habe ich schon und Olli auch. Natürlich. Und wir werden uns ein bisschen darum streiten, wer zu Wort kommt. Jetzt kommt erstmal Samuel zu Wort aus München. Mit er wünscht sich Kelly Family. Nein. I can't help myself. Bis gleich. You mean to me, I think you wouldn't understand it. So I wait until this day comes when you will understand me. But I can't help myself, I can't stop myself, I am going crazy. And I can't stop myself, can I control myself? I am going crazy. And I love you, I want you, I wanna talk to you. I wanna be with you. And I love you, I want you, I wanna talk to you. I wanna be with you. I cannot change it, I'm sure not making it one big hell of a fuss. I cannot turn my back, got to face the facts. Life without you is hazy. And I love you, I want you, I wanna talk to you. I wanna be with you. I want
wanna be with you. Die Kelly Family, beziehungsweise ein Teil davon, lebt im Sofa. Ja, ihr seid jetzt nicht komplett, ne? Nein. Nee, jetzt wer fehlt denn jetzt noch? Okay, also hier jetzt? Barbie, Jimmy und John und Kathy ist zu Hause. Ach so, alles klar. Die passen nicht alle auf den Sofa. Nein. Warum auch? Große Familie und so. Und erzähl doch mal so ein bisschen. Seid ihr gerade viel beschäftigt? Ja, wir sind gerade auf Tour, ne? Die Tour ist losgegangen letztes Wochenende. Und das ist sehr gut. Wir haben eine komplett neue Show mit Songs aus den letzten 25 Jahren und viele neue Elemente. Ein Unplugged-Teil, neue Bühne, auch alles Mögliche. Und die Resonanz war bis jetzt sehr stark. Und die Fans sind sehr zufrieden und wir auch. Wir haben viel Spaß, ganz Europa. Ja. Bis auch ganz Europa. Ja. In welchen Ländern spielt ihr noch so? Also Osteuropa, dann haben wir Belgien, Holland, Skandinavien. Auch. Schweiz, Österreich ist klar. Wir haben auch Portugal, in Holland, Spanien. Holland, in Belgien. Wir haben auch wahrscheinlich was in Portugal jetzt und in Spanien auch. Das ist. Da gibt es überall Kelly-Fans. Und nicht nur. Auch gibt es auch schon Amerika? Wie wäre das auch mal so ein Ding? Die Kellys in Amerika? Gibt's auch. Ja, gibt's auch? Im Internet sind nämlich viel Resonanz in Amerika. Echt? Ja. Mhm. Die kennen uns auch nämlich. Also wir haben ein paar Angebote, aber wir wissen noch nicht, wann wir dahin wollen. Also in Südafrika sind wir mega groß. Ja, Südafrika. Groß. Echt? Ja, war echt klasse. Wir waren da letztens. Und die Leute waren echt gut drauf. Kelly China auch. China. Sagen Kelly, Kelly, Kelly. Echt? Sagen die das so? Und dann fliegt mein Fahrrad auf die Bühne. Vor Freude. Oder süß-sauer. Ja, oder süß-sauer. Ja. Oh, Kelly, Emily. Das sind ja nur Klischees. Ja, das ist übrigens, das ist sehr beachtlich. 25 Jahre. Wer ist denn jetzt schon 25 Jahre dabei? Nicht alles, ne? Ich bin 30. Guck mal, der ist erhalten. Nee, guck mal. Da warst du 5. Kannst du dich noch dran erinnern? Ja, klar. Ja, wie war das damals so? Also, das war so, bei mir war das mit 5. Ich wollte unbedingt mitgehen, ne? Aber mein Vater sagt immer, nein, du bist viel zu jung. Das geht nicht, das geht nicht. Und ich habe immer geheult, jedes Mal, dass sie weggegangen sind. Ah, ich will weg. Da gab es viel zu heulen, ne? Ja, ich sagte ja, jedes Wochenende. Und dann hat er gesagt, okay, Patricia, wenn du in 2 Wochen alle Lieder lernst, Gitarre und Singen, er sagt, das schaffst du nie, ne? Dann darfst du mit. Und ja, ich habe es gelernt. Echt? Ja, und seitdem. Das ist mal ein Beispiel. Nehmt mal einen Kellys irgendwie. Wenn ihr 2 Wochen eine Fremdsprache lernt, ja. Oder? 5 Jahre alt. Ja, wir haben natürlich auch. Aber Joe ist auch 25 jetzt. 25? Älter. Naja, 26. Ich, Angel und Perry, wir sind einfach da reingeboren, ne? Ja, ihr könnt ja nichts dafür. Also mein erster. Also, dass ihr jetzt da. Kann man ja nichts machen. Mein erster Auftritt, da war ich 10 Tage alt. Wie jetzt echt? Ja, ich habe nicht aufgetreten, ich war nur in Mutters Arm. Ich war 3 Tage alt. Meinte war 3 Tage alt. Okay. 3 Tage? Habt ihr doch schon gesungen, oder? Ja, ich war ein Profi, du. Nee, ich habe nicht geschrien, ich war ganz leise. Ich wusste ganz genau, was los war. Haben sie dir gesagt? Na, als du geboren wirst, ja, wenn du ganz lieb bist, dann darfst du übermorgen auch mit auf die Bühne. Kadi hat einmal den Moderator voll auf den Schoß gepinkelt. Ja, gibt's so einen. Ne? Ein. Echt? Wer war das? Vico Toriani, so ein Erfolg. Ja, der hat's auch verdient. Nee. Habt ihr den Typen förmlich angepisst? So könnte man das sagen. Also du bist auch nicht schlecht, ey. Ja, aber ihr braucht mich jetzt nicht voll stoßen. Ja, ich werde lieber Moderator. Hallo Hans Meiser. Autsch! Das macht aber echt schon gut. Ich habe keine Chance hier. Zu viele. Machst du schon mal sehr gut mit alten Profis wie wir, ne? 25 Jahre. Ja, weißt ja, wie es ist. Ich bin auch schon 25 Tage dabei. Nee, du machst es ganz gut. Ja, warte, ganz süß. Ja. Applaus für dich. Okay. Grüßt euch wieder. Ja. Jetzt schon eine Legende. Ja, ey.
Ich bin immer nur so gut wie meine Gäste. Meine immer ziemlich gut. Nein, werde ich nicht. So gut bist du auch nicht. Quatsch, Quatsch. So. Naja, ihr kriegt das noch wieder. Wir haben natürlich auch einen Aufruf gestartet oder so, dass ihr uns faxen, e-mailen und anrufen solltet. Ich sag nochmal die Telefonnummer 01805 15 17 51 und Faxnummer 01805 15 17 52. Und wir haben natürlich eine E-Mail-Adresse interaktiv@vivatv.de. Haben wir denn schon E-Mails bekommen? Ja, und zwar ganz viele Fragen, ob es stimmt, dass Casey die ganze Tour nicht damit dabei sein wird. Sie wird teilweise dabei sein, also immer die Strecken, wo nicht so weit von zu Hause ist. Aber sie will ein bisschen sich zurückziehen und sich auf ihren Sohn ein bisschen mehr Zeit geben. Aber so Köln Arena und Maastricht und solche große Events kommt sie. Ja. Aber dafür ist Jimmy dabei. Genau. Und Patricia, die komplette Tour. Yeah. Und wir haben eine neue Show. Genau. Und neue Vorhänge. Oh. Ja. Noch was, neue Klamotten. Blau. Alles blau. Alles seid blau? Nein, die Vorhänge sind blau. Der Joey hat ein sehr sexy Outfit. Er hat einen Arsch. Ich hab mich tätowieren lassen. Habe ich gemacht. Gar nicht so schlecht. Die Kellys, wenn sie Langeweile haben, tätowieren sie sich mal ein bisschen. So muss das sein. Und haben wir vielleicht noch eine zweite Frage? Ja, und zwar an Patrick und Maite. Und zwar, mit wie vielen Fehlern habt ihr die theoretische Fahrprüfung geschafft? Bloß nicht fragen. Das ist eine super peinliche Frage, weil ich sollte ja zum Führerschein gehen und dann wurde ich erwischt mit der versteckten Kamera. Aber das wurde noch nicht gezeigt, Matthias. Das wird erst am 1. ausgestrahlt, nee, am 30. wird das ausgestrahlt. Und seitdem habe ich so einen Horrortrip. Ich traue mich gar nicht mehr, du. Ich gehe nach Amerika und mache die Führerschein da. Auch eine Möglichkeit. Ja, vor allem da kann man ganz leicht kriegen, in 3 Wochen. Hast ja, du. Man kann auch in andere Länder fahren, da kauft man sich. So, wir schauen jetzt für Sebastian aus Hameln einen Clip an von einer Familie, die schon seit 25 Jahren dabei ist. Wie heißt die denn? Wie heißen die denn? Kelly Family, glaube ich. Diese Schmuddelkinder. Das habt ihr jetzt gesagt. Die Altsammlerkleidung. Genau, diese Altkleidersammlung. Ich glaube, da sollten wir gleich noch mal drüber reden. Vorher schauen wir uns noch mal den neuen Clip an. Mama. Why'd you have to die when I was only at the age of 5? So suddenly you were gone, and I was left with answers hard to find. Now I think of you 'cause I'm in hunger for your warmth that no one can replace. And I know that where I go, you're always by my side. I just want to let you know, whoa, whoa. Mama, oh, I miss you sometimes. Mama, can you hear me when I cry? Mama, oh, I miss you sometimes. Mama, can you hear me when I cry for you? Spirit never dies. And all your words I treasure in my heart. You left me with a smile. My cheeks aren't always dry from all the tears. So I think of you 'cause I'm in hunger for you all, but no one can replace. I just want to let you know, whoa, whoa,
da könnte ich mich dran gewöhnen. Eine Best-of-CD, habe ich eben gesagt, reicht nicht. Jetzt gibt es die zweite. Ab heute gibt es die auch zu kaufen. Da sind alle Hits drauf, jetzt der letzten vier, fünf, sechs Jahre so ungefähr, ne? Oh, der letzten 25 Jahre. Also das sind auch... Die sind verteilt auf beide. Echt? Genau. Auf der zweiten sind auch vier neue Songs, also die Mama-Nummer, Mystic Nights und zwei ganz neue, noch nie veröffentlichte. Ja, das ist ganz schön geschickt, da muss man sich ja die kaufen. Darf man. Weihnachten. Wir schauen uns jetzt mal... Ja, ach, das, die geht schon weg, das weiß ich. Wir schauen uns jetzt mal den Zwischenstand an. Was meint ihr? Wer, welchen Clip von euch werden wir wohl haben? Oh. First Time. Ah, du hast schon geguckt. Nein, echt nicht? First Time. Ja, du meinst. Hey! Ah! Oh, das ist aber nett. Johnny, what are you doing? Ciao! Ihr kennt ihn vielleicht. Der gehört auch hin. Der kann ruhig da bleiben, du. Johnny war unsere erste Müllträger zu Hause. Also. Die Jungs haben alle machen müssen. Erst Johnny, dann Joey, dann Jimmy und dann Paddy. Jetzt mach's Angelo. Den der macht's aber nie. Aber die müssen ja nicht dann gleich in der Mülltonne drin sein. Ja. Doch, Gim nicht wohnte da in der Mülltonne. Ja. Ihr geht ja ganz schön hart dran. Naja, wir schalten jetzt einfach mal hoch zu Blümchen, die ja ein paar Fenster auch am Start hat. Und einfach mal schauen, was die so wissen wollen von euch. Olli. Hallo, Jasmin. Hallo. Ganz erfroren, aber warm ums Herz ist uns geworden bei diesem schönen Song, Mama. Das hast du schön gesagt. Und ich habe Nicole hier und sie hat eine schöne Frage. Los geht's. Ja, ich möchte wissen, wann Angelos Soloalbum rauskommt. Angelos Soloalbum. Wann kommt Angelos Soloalbum? Also ich habe mal erwähnt, dass ich vielleicht ein Jazzalbum mache. Wow. Aber ich muss erst mal dran schreiben und wenn ich das überhaupt mache, ich weiß. Jazz braucht Zeit. Der ist noch jung, der ist noch 17 und das schafft er bestimmt irgendwann, wenn der. Ja, aber Nicole ist schon ganz ungeduldig. Also sollte so in den nächsten 5 Jahren schon über die Runde gehen, oder? Ja, in 5. Musst du dich jetzt ein bisschen beeilen. Nicole braucht dieses Album. Und das Schöne ist, für euch fängt Weihnachten schon jetzt an, weil hier sind so viele Geschenke, die bringe ich nachher mit rein. Eine Frage habe ich hier noch, eine schöne. Wer ist dein Name nochmal? Julia. Julia, ja. Los geht's. Und zwar wollte ich fragen, was das schlimmste Ereignis war, das Sie mit Fans hier hatten. Da hat Maite eine Geschichte mit dem Klo, ne, Maite? Ja, ich bin an eine Tankstelle hingegangen und muss also ganz schnell aufs Klo. Auf dem Boot auf dem Boot. Ach so, auf dem Boot, das noch? Oh ja, das war, ich habe 2 Klo-Erlebnisse. Also wir sind dann von einem Konzert oder so zurückgekommen und das war so der Anfangsphase, wo die Hysterie angefangen hat. Damals war Over the Hump. Und dann gehe ich ins Boot, ich muss ganz schnell aufs Klo, ich renne rein, mach's auf und mach Tür zu wieder. Und da ist ein Fan und die hat Paddys Hose probiert. Meine Hose! Warum ist der auf der Toilette? Ja, und dann rufe ich unseren Bodyguard, der große, dicke Mann. Den haben wir nicht böse gemeint, ne? Und dann geht er rein und schleppt sie raus, so mit den Ohren. Und so. Aber danach habe ich mich nie wieder zu unserer Toilette getraut. Nie wieder? Ja, naja, dass ich fast in meine Hose gepinkelt habe und dann... Aber es war schon ganz. Also ich denke, das Einzige, wo ich denke, was gefährlich ist, so, aber das geht nicht für alle Fans. Das sind nur vielleicht 20, 30. Die verfolgen uns mit den Autos hinter dem Bus nachts. Ja. Und das ist gefährlich, weil die gehen dann immer vor dem Bus und so. Und da kann man einen Unfall bauen. Und das, aber die 99% der Fans machen das nicht. Deswegen vielen Dank. Ja, kein Problem. Also nicht mehr so hinterm Bus herfahren und die Kellys ausbremsen. Kein Dank. Jasmin, haben wir noch eine Frage da? Ja, gerne, gerne. Und ist eine Frage, die ich gut verstehen kann, weil das Leben eines Fans ist ja nicht unbedingt eines, was mit viel Geld gekrönt ist, weil man natürlich hinterher reisen muss. Und jetzt, mit deinem Namen nochmal? Susanne. Susanne hat eine Frage. Ja, werden die Karten nächste Tour billiger? Billiger? Die nächste Tour werden wir versuchen im Sommer... Noch nicht offiziell, aber auf jeden Fall billiger. Und wir versuchen es vielleicht was kosten die denn jetzt? Konzerte kleine Frage. Umsonst zu spielen, wenn es möglich ist. Wir sind jetzt daran zu arbeiten, dass wir im Sommer eine Tour machen durch Deutschland, die auch mit Free Open Airs ist. Aber auf keinen Fall die Tour so teuer, wie es war. Das war nicht so gemeint und nächste Tour ist auf jeden Fall so wie früher 5 Mark billiger. Ja, obwohl wir sind die einzige Künstler, die Tickets so günstig, also bei, das stimmt. Ihr müsst denken, das geht, es gibt so viel Produktionskosten, es gibt die Bühne, es gibt über 200 Leute auf Tour, das heißt, sie müssen alle bezahlt werden und so weiter. Und deswegen kann man die Kosten, da muss schon etwas, eine Spanne sein.
Aber wie Joey sagt... Genau, wir versuchen nächstes Jahr besser zu machen. Es wird auf jeden Fall besser. Auch mit Kinderkarten und auch mit Bestuhlung im Raum. Und ja. Das hört sich ja sehr gut an. Also ich muss jetzt sagen, dass die Kartenpreise absolut im Rahmen sind. Da gibt es weitaus... Deine sind teurer. Da gibt es weitaus Beispiele. Ich meine, die Kelly Family bietet eine Show, die wirklich sich gewaschen hat. Das könnt ihr doch bezeugen, oder? Ja. Richtig? Jasmin. Und es gibt ganz andere Beispiele. Brauchst du noch eine Frage? Dankeschön. Das war's schon. Oh, das war's schon erstmal. Wir haben noch einen Anruf an der Leitung, der auch noch eine Frage loswerden möchte. Wir haben doch keinen Anrufer mehr in der Leitung. Oh, hallo? Jetzt haben wir doch eine Anleitung. Ja. Ja, hallo, ich bin Steffi. Ich wollte eigentlich nur mal fragen, ob die Kellys auch mal Konzerte gehen für kranke Kinder. Denn ich habe selbst eine Tochter von 12 Jahren und die ist herzkrank und sie konnte leider noch nicht auf ein Konzert gehen. Also, wir haben, wenn Sie wollen, das ist kein Problem. Wie alt ist Ihre Tochter denn? 12 Jahre. Ja, die kann gerne bei uns Backstage kommen. Wir haben also bei fast jedem Konzert für Kinder oder Jugendliche, die herzkrank oder Krebs haben oder so eine schwere Krankheit haben, die können hinter der Bühne kommen und vom Konzert, wir gehen zu denen und geben Autogramme, machen Fotos und das, die kann auf jeden Fall zu uns kommen. Ihr müsst nur bei CareLife euch anmelden, Frau Starbusch, und dann macht die das. Und es gibt auch einen Bereich, wo die dann extra eine Tribüne haben und da mit einem Betreuer sich das Konzert besser angucken können. Genau. Gut. Aber wir machen auch ab und zu so ins Krankenhäuser, privat und so, dass wir da hingehen und singen für kranke Kinder. Das machen wir schon alles klar. Oft. Wenn ihr Anfragen habt, einfach schreiben. Ja, aber jetzt nicht alle, die jetzt irgendwie herzkrank irgendwie auf einmal sind, weil sie Backstage wollen. Ja, genau. Sehr gut. Ja, ich kenne die Fans. Deswegen. Gut, vielen Dank für deine Antwort. Du bekommst natürlich auch, deine Frage natürlich, du bekommst natürlich das Video und die CD. Und du weißt, wie es funktioniert. Alles klar, dankeschön. Könnten dann nur alle unterschreiben? Ja, das werden die sicherlich nochmal machen. Das wird und liebe Grüße an ihre Tochter. Ne? Tschüss. Ja, dankeschön. Ciao. Okay, tschüss. So, das war die Kelly Family jetzt erstmal kurz nach oben. Und jetzt, ja, kommt die Kelly Family gleich nach oben. Ja, ich sehe schon. Aha. Stimmung ohne Ende. Wir haben nur den Ton hier weggeschaltet. Also die kreischen ganz schön. Und wir schauen uns das gleich an. Die Kelly ist gleich oben bei uns bei Interaktiv. Bis gleich. Kelly sind soeben oben angekommen. Wir schalten mal nach oben. Oh ja, jetzt werden sie wach. Jetzt geht's los. Das habe ich mir doch fast schon gedacht. Und da kommen sie auch. Und das Liebe ist, sie haben was mitgebracht, weil sie natürlich wissen, dass ihr schon eine Weile hier länger steht. Angelo, ich habe nämlich, also ihr macht ja öfter was, den Leuten zu helfen. Und dadurch, dass ihr in der Öffentlichkeit steht, seid ihr auch sehr hilfsbereit. Und ich war in einem Krankenhaus, im Kinderkrankenhaus, und da habe ich... da habe ich erzählt bekommen, dass ihr da öfter mal vorbeischaut. Das ist in der Nähe von Köln noch. Ja, das stimmt. Wie regelmäßig sind solche Besuche in Krankenhäusern und wohltätige Sachen? Also, wir machen so viel wie möglich. Wir sind auch sehr beschäftigt mit der Tour und dann auch Platten und Videos machen. Aber wir versuchen generell mit Stiftungen auch vor der Show immer ganz viele Behinderte teilweise zu sehen. Und dann gehen wir auch zu, wie gesagt, Krankenhäuser. Patty macht das auch viel, also unterschiedlich. Ich will dich jetzt nicht länger aufhalten, denn du sollst ja auch noch Kakao verteilen. Das sind natürlich so, Malte, was machst du hier? Heute bin ich Kennerin. Jawohl. Hier sind wir am Cinedom-Gelände in Köln, die Kelly Family mit ein paar super nette Kelly-Fans und verteilen Kakao und Autogramme und alles läuft schön glatt. Nutzt nicht so viel hektisch und alles so bisschen kalt, ne? Ja. Das ist sehr entspannt. Wie schmeckt der eigentlich? Kellys verteilen da hoch Kakao. Lecker, total süß. Nesquik. Ich möchte auch einen Kakao. Ich habe auch noch eine Frage. Und zwar war da ein Mädchen, die hat sich euren Namen auf den Körper tätowiert. Habt ihr das schon mal erlebt? Wir haben das schon mal. Da gab es einen Typ, der hat Kelly Family tätowiert. Auch bunt. Aber das geht nie wieder ab, ne? Das ist also das größte Fangeschenk, das man machen kann. Eigentlich eher beängstigend. Ja, aber wenn das, weiß ich, wenn es denen gefällt, solange die noch immer Kelly-Fan bleiben, ist das gut. Das sollte dann lebenslang so bleiben. Habt ihr in der Familie selbst tätowierte Mitglieder?
Nee, tätowiert nicht. Wir haben eine Zeit lang so Ohrringe getragen, aber so Piercing und Tätowierung, nur so Fake, ich zeig dir. Ja, zeig mal. Wow. Kamera her. Also nicht echt, ne? Nur so Eintagsfliegen. Gar keiner. Das sieht sehr schön aus. Also ein ganz neuer Style sozusagen für die neue Tour. Genau, hat Maite alles entworfen, ne? Der Millennium-Look sozusagen. Vielleicht. Kannst du das Wort noch hören? Naja, geht so. Wenn ich das ist sehr nett ausgedrückt. Weiter verkauft hat halt. Kein Kommentar. Schmeckt euch der Kakao? Ich komme. Ich bin nie zufrieden. Auf einmal ist der Kakao dann viel zu heiß. Was, was? Also, das da. Mach mal, wenn du runter. Tja, Olli, wenn du da wärst, könntest du auch einen Kakao. Ja, ach, das, ja, das ist nett. Ja, ich krieg vielleicht auch noch Kelly-Kakao. Wäre vielleicht eine neue Marktlücke, der Kelly-Kakao. So, das waren die Kellys da oben. Nee, ich will noch eine Frage stellen. Ja gut, aber schnell. Welches Training ist denn härter, auf der Bühne stehen? Oder reicht es dann als Training, auf der Bühne zu stehen? Oder kommt dann dein anderes Training noch zusätzlich dazu? Das kommt dazu. Also das Training auf der Bühne ist eigentlich kein Training, ist mehr so Gesang. Und man steht auf der Bühne, man bewegt sich schon ein bisschen. Das hilft bestimmt, aber ich muss ganz normal jeden Tag dafür trainieren, dass ich auch mein Rennen auch schaffe. Also die Blümchen strengen dich gar nicht mehr richtig an. Joy, hörst du auf mit Blümchen zu flirten, ne? Das mache ich nicht. Ich hab eine Frage gestellt, das ist rein professionell. Ja, 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 ja. Trinkst du selber Kakao? Ja, ja. Ich habe ja hier an der Seite eine... Dann stoßen wir jetzt mal an. Okay. Prost! Olli, was möchtest du? Ich, dich und die Kellys. Alle. Das ist sehr gut. Ja. Super, was da oben abgeht. Und wer glaubt, dass da wirklich Kakao drin ist? Nein, natürlich nur Kakao, den wir da oben ausschenken. Ja, Wanted. Du drin baden. Ist das nicht schön, so viele Strahlen? Das ist wunderschön. Gesichter. Wir haben jetzt natürlich auch noch einen Beitrag von den Kellys. Und den schauen wir uns jetzt einfach mal an. Family barks, a traveling went to distant lands, a singing sweet, with pipes and strings and an open heart, just to wish their brothers a good life. Dante's land, oh, there they marveled strong to see this Celtic blood's sincerity. Das war eben der einzige Jingle, der nicht von der Kelly Family heute war. Sonst alles nur Kelly Family. Das war übrigens das neue Video von der Kelly Family und wir rufen mal unserem Geburtstagskind des Tages an. Ja? Ja, Oliver Pocher, schönen guten Tag. Hallo? Weißt du, wer dran ist? Ja, das weiß er jetzt. Könntest du dir denken, wer dran ist? Die Kellys und der Olli? Ja, also zumindest die Kellys nicht. Aber der Olli, das ist doch auch schön, oder? Ja. 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 Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Danke. Ja, du bist heute 15 geworden. Ja. Erzähl doch mal, was hast du bis jetzt schon gemacht? Also heute Morgen waren wir mit der
Klasse, waren wir in der Eishalle. In der Eishalle? Ja. Wo wohnst du denn? Was? Wo wohnst du denn da? In Mühlhausen sehe ich hier gerade. Wo ist das ungefähr? Zwischen Wiesloch. Wiesloch. Und ja, da habe ich extra was gemacht, weil ich heute Geburtstag habe. Nicht schlecht. Hast du schon Geschenke gekriegt? Ja. Was denn? Von den Kellys, das neue Video. Und was habe ich noch gekriegt? Geld. Ja. Ich wusste es. Wie viel? Nein, brauchst nicht sagen. 50 Mark. Da kommt noch was dazu. Stimmt. Oma, ja. Opa. Mhm. Ja, und das ist ja noch nicht alles, denn wir haben ja für dich noch ein kleines Paket zusammengestellt. Mhm. Und zwar kriegst du von uns den Videofilm Shakespeare in Love und Elizabeth. Elizabeth. Gut. Und dazu gibt es auch noch den Soundtrack von Elizabeth und Shakespeare in Love. Gut. Freust du dich? Ja. Du bist auch ein riesiger Kelly-Fan, ne? Ja. Guckst die Sendung schon? Ja. Und wie findest du es? Super. Ja? Hast du auch schon die neue CD von denen? Nee. Kaufen. Da sind ja nochmal die ganzen Hits drauf, aber weißt ja, die zwei neuen, die drauf sind. Ja, das ist ja nicht alles. Wir haben dir ja auch noch... Hallo! Überraschung! Ja. Die Kellys. Das ist ja. Kelly. Dankeschön. Guck mal, ein Schlagzeug. Sag doch mal Hallo zu Manuela. Hallo, Manuela. Hallo. Was ist denn heute? Ja, sie hat heute Geburtstag. Glückwunsch. Heutlichen Glückwunsch. Und Happy die Manuela. To you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Manuela. Happy Birthday to you. Oh, ich bin ja immer mehr. Ja, und. Ich will auch so ein Video haben. Ich hab ihn dir erkämpft, ein Kakao. Oh, danke schön. Und die Manuela hat ein kleines Problem. Sie hat noch nicht die neue Kelly Best of CD. Oh. Soll sich die kaufen? Ja, nein. Dann kriegst du die auch das Guck mal, wie ich das eingefädelt habe. Da kriegst du auch noch die neue Kelly Best of CD. Und du kriegst sogar noch ein Single dazu. Und nee, das Video hat sie sich schon gekauft. Ja. Alles nur 15 Mark. Du siehst ja, also es geht total auseinander. So, hier. Und wir haben noch. Oh. Das hier, wie Werbung. Das? Ich mache für keine Werbung. Nein? Nee, hier. So. Kriegst du jetzt noch alles dazu? Ich mache sogar Werbung. Kriegst du jetzt noch alles dazu? Das heißt, nee, das wie findest du das, Manuela? Bist du begeistert? Ja. Ja, wein doch. Freu dich doch mal. Ja, und zwar begeistert. Freu dich doch mal. Bitte einmal jetzt. Was? Ich freue mich. Ja. Riesig. Ja. Also trinken wir dich in Kakao. Und wir haben jetzt noch ein Horoskop für dich. Möchte das einer von euch vielleicht vorlesen? Nee. Doch, ich liebe Horoskope. Ich glaube leider nicht daran, aber ich lese sie trotzdem. Liebe Manuela, die Sterne stehen sehr günstig für dich. Ganz besonders in der Liebe steht es sehr gut aus. Oh. In der nächsten Zeit wird dir ein Traumtipp dir über den Weg laufen. Auch wenn es anfänglich nicht zu klappen scheint, musst du nur an dich und dein Glück glauben. Na dann viel Spaß und alles Liebe und Gute, deine Vive Astoroti. Team. Ja, das war dein Horoskop. Sehr schön. Und sie hat sich auch einen Clip von euch gewünscht. So sieht übrigens ihr Zimmer aus. Alles voll mit euren Postern. Und, oh, guck mal, da ist doch ein. Wo kommst du her, Manuela? Aus Mühlhausen. Mühlhausen. Wo ist bei Heidelberg. Bei Heidelberg spielt ihr bestimmt auch noch. Und sie hat sich auch einen Clip von euch gewünscht. Beziehungsweise deine Gratulantin, die Doris und die Bianca. Das ist, glaube ich, deine Mutter, ne? Die eine davon. Die hat sich einen Clip für dich gewünscht. Oh, It Hurts von der Kelly Family. Und das schauen wir uns jetzt an. Alles Gute, Manuela. Und dann gibt es ein riesen Package für dich. Danke. Tschüss. Schönen Geburtstag noch. Danke. Tschüss. Ciao. Ja. Das war die Manuela mit einem Kelly Family Package. Und jetzt schauen wir uns euren Clip an. Oh, it hurts. The only
jetzt mit ihrem zweiten Auftritt, den sie heute haben werden. Es werden immer mehr, die auf der Bühne stehen. Diesmal ihren neuen Hit Mama. Viel Spaß. When I was only at the age of 5, so suddenly you were gone, and I was left with answers hard to find. Now I think of you 'cause I'm in hunger for your warmth. No one can replace. And I know that where I go, you're always by my side. I just want to let you know. Whoa, whoa. Mama, oh, I miss you sometimes. Mama, can you hear me when I cry? Mama, oh, I miss you sometimes. Mama, can you hear me when I cry for you? Spirit never dies. And all your words I treasure in my heart. Left me with a smile. My cheeks aren't always dry from all the tears. So I think of you 'cause I'm in hunger for your warmth. No one can replace. And I know that where I go, you're always by my side. I just want to let you know. Bis man hier durchgekommen ist. Das waren die Kellys für euch mit ihrem neuen, mit ihrer neuen Single Mama. Und wir unterhalten uns gleich mit den Kellys weiter. Jasmin hat jetzt gar nichts gesagt. Drauf. Das sind die ganzen Songs, die auf der ersten Best-of-Platte auf Video drauf. Ja. Und zur zweiten kommt auch demnächst ein zweites Video. Also die ganzen Songs halt auf Videoclips, ne? Ja.
Und wir haben uns natürlich auch ein bisschen vorbereitet und haben einen kleinen Beitrag, ein paar Impressionen so aus eurem 25-jährigen Schaffen. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Das wart ihr. Da warst du auch noch ganz lütt dabei. Das sah nach einer Menge Spaß aus. Ja, ihr seht ja auch, wir haben jede Menge Fanpost bekommen. Wir sind ziemlich eingedeckt davon. Ja, wenn ihr nach Viva schon so viel bekommt, dann möchte man eigentlich gar nicht wissen, wie viel eigentlich dann auch zu Hause bei euch landet oder im Fanclub. Das stimmt, wir haben sogar ein eigenes Postleitzahl mittlerweile. Echt? Ja, in Köln. Wir hatten da nämlich eine Frage, auch wie man, wo man hinschreiben sollte, wenn man irgendwie was von euch möchte. Das kannst du jetzt mal sagen. Wie ist denn eure Postleitzahl? Warte mal, ich glaube 50606 Köln, Kellife GmbH. Das war's. Genau. Oh. Also Kellife, ja. Ne? GmbH, 50606. Alles klar. Gut, dann wisst ihr Bescheid. Dann, die nehmen das natürlich alles mit. Wir haben das hier bekommen. Ihr nehmt das mit. Und ihr könnt natürlich sonst auch jederzeit gerne zur Kelly-Family. Also, ich hoffe, die Fans haben Verständnis. Wir können nicht zu allen jeden zurückschreiben. Das geht einfach nicht. Es sind so viele Briefe hinter. Ja. Da können wir gar nicht singen dann. Ja. Aber ihr lest es ja auf jeden Fall. Und man kann halt wirklich nicht viele, ja, die meisten. Ja. Hier gibt es ein Happy Birthday für Patricia Kelly. Oh. Stimmt. Alles. Hast du Geburtstag heute? Nee, ich hatte schon so ein paar Tage. Ja, dann kann man ja noch gratulieren. Ja. Nachträglich. Ja. Ein kleiner Applaus vom Publikum. Hey. Und sie sieht gut aus. Ja. Und wie ist es jetzt endlich 18 zu sein und Führerschein machen zu können? Danke, du süßes Ding. Die ist 30 geworden. Ein Ding bist du. Sie sollte mal Model für ältere Frauen. Bist du schon in festen Händen? Bist du schon in festen Händen? Ja. Du? Nee. Ja. Wir heiraten demnächst. Wie viele Kamele? Hey, pass auf, ey, ich lebe dir. Du bist meine Schwester. Ja, hast du ein Problem? Ich mache Muckis, ne? Was? Muckis? Oder hier oben. Da bin ich ja mehr. Nee, doch nicht. Du hast es falsch verstanden. Wie viele Kamele müssen wir dir geben? Ja, Geschwisterliebe bei der Kelly Family. Und wir schauen uns einen Clip von der Kelly Family an. Und sehen uns gleich wieder. In this gray, gray world where nobody sings, I saw the face of a human doll. Her eyes were glass and her hair was gold. From her sweet soft lips, you could hear that song go na 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 na. The place where hell is around the corner, I touched her around, it was baby sweet. She kissed me there, I could feel the song going down my throat. She was singing to me, na 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 na. Na 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 na
Abgecheckt. Die Kelly-Familie hat schon mal gewonnen und ganz vorne liegt, jetzt verdeckt die Kamera das first time. Wow, ganz, ganz Wahnsinn. Knapp geworden. An Angel. Aber Children of Kosovo zum Schluss. Schauen wir mal. Was ist denn aus The Children of Kosovo geworden? Also, wie hat sich das weiterentwickelt, diese Idee? Das ist jetzt seit März sind knapp 500.000 Mark gesammelt worden. Wow. Und das geht an die UNICEF. Danke, die Tanz. Ja. Das geht an die UNICEF und das ist jetzt vor allen Dingen vor dem Winter wird dieses Geld eingesetzt, weil da sind noch einige Camps da, die wirklich finanzielle Unterstützung brauchen. Und ihr habt ja auch wahnsinnig schnell darauf reagiert. Mhm. Das geht wahrscheinlich auch nur, wenn man in einer Familie zusammenarbeitet, weil man dann ganz schnell den Entschluss fassen kann. Ja, es war so, wir hatten das gesehen, wie die ganzen Millionen von Menschen auf dieser Erde das gesehen haben, auf Fernseher. Den ganzen Tag lief das und es hat uns so getroffen. Irgendwie. Getroffen, dass Paddy hatte dann ein Lied geschrieben und ich war mit ihm und haben gesagt, das müssen wir irgendwie aufnehmen, irgendwie rausbringen und irgendwas daraus machen. Und zwei Wochen später ruft RTL uns an und sagte, wir möchten eine Stiftung mit UNICEF machen und dass ihr ein Lied schreibt und so. Und wir so, haben wir schon gemacht. Ist schon fertig. Total, ja. Wir haben jetzt natürlich auch noch einen Anrufer an der Leitung, der euch auch noch was fragen möchte. Ja, hallo. 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 Wer bist du? Ja, hier ist die Silvia. Hallo Silvia. Hallo. Deine Frage an die Kellys. Also, erste Frage. Die Plakate von den Fans und so, die bei den ganzen Konzerten und so, was macht ihr eigentlich damit? Ich meine, behaltet ihr euch schöne Exemplare, wenn mal irgendwie was Schönes gemalt wurde oder so? Also, wir haben eine Abteilung in der Firma, die ganze Fanpost und die Bilder und alles sortiert. Also die Briefe werden, die ganzen Adressen werden in so einen Daten, Bank gespeichert. Und dann es gibt manche Briefe, wo so wie kranke Kinder, die uns sehen wollen, da antworten wir, also nicht wir direkt, aber Leute, die für uns das machen. Die Bilder, das haben wir zu Hause im Schloss, ein Zimmer, wo die ganzen Fanbilder und auch, wir haben aus Tschechien einmal 5000 Hüter gekriegt, so handgemachte Hüter. Und so selbstgebastelte Sachen, die kommen alle in so einen besonderen Raum. Sind sehr viele. Oder das eine Brief, oder das ein Fan, also zwei Fans haben einen Brief gebastelt, die über 640 Meter lang ist. Richtig. Und die haben wir auch behalten, die ist auch in der Guinness Book der Rekord. Und Barbie sammelt oft Fanartikel.
was die in ihre eigenen Zimmer so aufhängt und so. Und ich weniger, aber dafür werden die auch behalten. Wir überlegen uns auch mal irgendwann mal einen Exhibitionismus. So eine Galerie zu machen, genau, die ganzen, wo die ganzen Fansachen, weil die machen unheimlich viele. Die machen richtig Kunst. Ausgeflippte Sachen. Ja. Richtig wahnsinnige Sachen, was sie alles machen. Vielen Dank an alle unsere Fans für die Kreativität. Bitte schön. Deine Frage beantwortet damit. Und ich habe noch eine Frage. Ja, aber ja fix. Ich wollte 2000 also meine Jugendweihereise in Irland verbringen und da würde ich irgendwie mal fragen, ob ihr irgendwie besondere Insider-Tipps dazu habt. Was man so mal besuchen sollte. Ja, Dublin auf jeden Fall. Was Stadt angeht. Connemara ist wunderschön. Ja, aber fürs Millennium feiern, meinst du jetzt? Ach so, Dublin. Nee, Ostern. Ostern. Ja, auf jeden Fall Ring of Kerry, das ist unheimlich schön. Ring of Kerry, da musst du unbedingt den größten Berg Irland hochklettern, denn da ist Irland am schönsten, wenn du von oben guckst. Also, auch für Touristiktipps, die Kelly Family beantwortet alles. vielen Dank für deinen Anruf, du bekommst natürlich auch eine CD und Dankeschön. Alles Gute. Ja, tschüss. Tschüss. Steht drauf. Und wir haben gleich noch den nächsten Anrufer hinterher. Ach so. Geht ja Schlag auf Schlag hier. Hallo, wer ist dran? Hallo, hier ist Janet. Hallo, Janet. Hallo, deine Frage. Ich wollte wissen, ob die Kellys auch selbst auf Rockkonzerte gehen, also außer ihre eigenen. Sehr oft. Klar. Sehr ja. oft. Ja. Ich war letzte Woche bei Bryan Adams, bei Texas. Wie war ich noch? Ich war bei Whitney Houston. Letztens. Heute Abend spielt Joe Cocker in Köln und wenn es noch Zeit gibt, vielleicht geht einer oder den anderen. Ich war bei Cher vor 2 Wochen und bei Whitney Houston, hat mir sehr gut gefallen. Und ich möchte unbedingt bei Tina Turner demnächst. Ja, ja. Genau, ja, im Sommer ist die auf Tour und da... Da gehe ich auch hin. Da gehe ich auch hin. Genau. Ja, da brauchst du dich nicht für zu schämen. Es ist auch unheimlich wichtig, dass wir als Musiker offen bleiben, für egal, also für alle Richtungen von Musik. Wart auch schon mal auf dem Blümchenkonzert? Nee, aber ich habe sie bei Bravo Super Show gesehen. Die ist gut, die ist richtig. Ja, ja, klar. Und Oh. Geh du mal auf die Bühne, dann. Genau. Beim nächsten Kelly-Konzert in Hannover. Genau, da kommst du mit, dann tanzen wir zusammen. Ja, das machen wir auch. Ich nagel euch drauf fest. Ja, kommst du nächste Kelly-Konzert in Hannover, ich am Start. Ganz vorne. Ja, danke für deine Frage. Ich habe noch eine Frage. Ah, aber ganz schnell. Nein. Ich wollte fragen, ob ihr euch da ins Publikum mischt oder ob ihr da als Ehrengäste... Nein. Publikum. Stimmt nicht. Publikum. Wir ziehen ganz... Stehplätze. Ja. Am besten ganz hinten. Ja, wir machen oft so, wir ziehen uns ganz normal an, so eine Hose oder was Unauffälliges. Und oft was, ein Hut oder nicht so. Nicht verraten. Dann, wir gehen oft sehr gern in den Publikum rein. Es ist doch... Ganz ich gehe auch ab und zu zum Eishockey. Ja. Ich mische mich unter das Volk mit Trikot. Erzählt ein bisschen weiter. Am Oktoberfest habe ich gekellnert, die ganze Nacht durch. Ja. Mit Käppi und T-Shirt hat mich keiner erkannt. Ich habe Bratwurst verkauft, alles Bier gezapft. Du hast Bratwurst verkauft am Oktoberfest. Das war so klasse, das war echt geil. War ich ja, war vorhin. Reicht die Kohle nicht, dass du noch Bratwurst auf Oktoberfest verkaufst? Hey, das ist Flair, das ist Lifestyle, das müssen wir alles probiert haben. Ja, vielen Dank für deine Frage. Wir haben einiges wieder erfahren. Bekommen? Was? Autogramme? Ja, bekommst du auch. Dankeschön. Alles klar. Alles gut. Ja. Und wir schauen uns natürlich, wie könnte es anders sein, einen Clip an von der Kelly Family. I'll be your bride. When I'm gone from here, will you wait for me? When I'm far from here, will you pray for me? Would you care for me if I needed hospitality? Would you cry for me if I were lying in bed? Lying in bed, dying. Would you walk for me if I had no feet? Would you talk for me if I had no speech? Would you see for me if I had no sight? Would you hear for me if I couldn't hear? And I couldn't hear anymore. She said, I will be
E-Mail-Master, eine ganz wichtige Frage. Ja, und zwar alle wollen wissen, was sie an Silvester und an Weihnachten macht. Oh. Silvester, da sind wir gerade am Überlegen, weil die Behörden und die Nachbarn bei uns am Schloss, die bitten uns mal woanders zu feiern, weil die haben Angst, dass da 2.000-3.000 Fans hinkommen und am Tor bei uns die Hölle machen. Und von daher sind wir am Überlegen, ob wir denen sagen, ihr könnt uns mal oder wir gehen woanders feiern. Also ich glaube, wahrscheinlich müssen wir woanders feiern, damit wir da unsere Ruhe haben mit den Nachbarn. Und aber zu Weihnachten sind wir bestimmt zu Hause. Aber Weihnachten sind wir zu Hause. Und ja, kommt da. Was du ja. Sicher, die Kellys haben auch Fight Club gesehen. Ja, man muss sagen, wir haben gute Nachbarn. Ja, die sind lieb. Meine Güte, die Armen, ja, ihr müsst verstehen, die wohnen da und Tag und Nacht sind Fans. Und ja. Ja, das stimmt nicht mehr, Patricia. Die sind jetzt mittlerweile, ist es irgendwie im Griff. Und die kommen bestimmte Uhrzeiten und dann werden die gebeten, zu gehen. Und das ist ja wunderbar. Okay. Genau, wenn alle mitmachen. Am Wochenende manchmal, aber jetzt im Winter ist eh viel ruhiger. Und Weihnachten? Was macht ihr Weihnachten? Zu Hause. Sind wir in der Köln Arena? Am 26. Am 26. Am 24. sind wir zu Hause und essen alle gut und feiern ein bisschen. Ja. Nicht so großartig, aber ganz normal. Ich sehe, euch sind Gitarren unterm Arm gewachsen. Ja. Wollt ihr nicht noch einen Weihnachtssong für uns singen? Okay. Hey, was für eine Überleitung. And it's Christmas Eve tonight. I remember a couple years ago having a good time celebrating with all my friends and family. But I'm all alone tonight, everybody. All I want is one more
Jingle Bells. Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in Santa's Christmas sleigh. Hey, Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in Santa's Christmas sleigh. Hey. Dankeschön. Tja, Jasmin. Ja, da kann so gut wie dein Weihnachtslied. Kennst du das denn? Ja, sing das mal. Und kennst du das? Ja, unterm Weihnachtsbaum. Okay. Unterm Weihnachtsbaum liegt ein Herz für dich, für dich. Ihr macht ja mit wie bei der Kelly-Filme. Ja. Hey, das war auch gut. Ja, mit 180 noch Beats verbindet. Unterm Weihnachtsbaum liegt ein Herz für dich, für dich. Wir haben uns geliebt in meinem Traum, nur du und ich. Weiß dein Freund davon? Das weiß schon. Applaus! Jasmin, alle waren wir jetzt, alle zusammen. Wir sind eine große Familie. Jeder. Du kommst auf keinen Fall mit. Hey doch, du kannst mal dein Schlagzeug abbauen. Ja, ich das ist gemein. Könnte auch das alle sehen. Lass mich in Ruhe. Malte mal gemacht. Lass mich in Ruhe, wenn ich bei Malte erstmal auf dem Schloss bin, ja? Ich muss mit meinem Papa reden. Ja, ey, und wenn nicht... Das war's für die. Im Studio. Wir schauen uns jetzt ein bisschen Verbrauchertipps mal wieder an. Und da ist bestimmt auch wieder die Kelly Family CD dabei, also kaufen. Und wir gehen gleich nach oben zu den Fans, um dann auch zu wissen, wer nun der beliebteste Kelly Clip des Jahres, Millenniums, für immer sein wird. Bis gleich. Best of the Kelly Family 2. Noch mehr große Hits der Kelly Family. Drei brandneue Titel und ein Multimedia-Bonustrack auf einer CD. Best of the Kelly Family 2. Ab sofort überall im Handel. Greg Woods. I can't hold on. Der Flash der Woche. Nur bei Interaktiv. Ja, jetzt stehen wir hier vor dem Gebäude und es wird immer kribbeliger hier. Und wärmer. Und wärmer. Seid ihr denn gut drauf hier vorne? Ja. Das ist eine Frage. Natürlich. Und wir kommen jetzt zum Wunschclip des Tages. Und gewonnen hat... Ich bin da ganz glücklich drüber. An Angel. Mit 42%. Zweiter ist First Time geworden und an dritter Stelle auch ein Clip von der Kelly Family. Auf jeden Fall Kelly Family. So, wir schauen uns das jetzt an in Angel und dann sind wir gleich nochmal da. Wish I had your better wheel. Had him last night in my dreams. I was chasing butterflies till the sunrise broke my eyes. Tonight the sky has lit my eyes. So what they see is an angel high. Got to touch that magic sky. Meet the angels in their minds. Sometimes power and angels. Sometimes I wish I were you. Sometimes I wish power and angels. Sometimes
Wir sind wieder auf Sendung. Ja. Seid ihr denn immer noch gut drauf? Ja. Fandet ihr, dass das eine schöne Sendung war? Ja, die Begeisterung hält sich. Ja, zwei Stunden reichen fast gar nicht aus für 25 Jahre Kelly Family. Wenn ihr noch mal die Kelly Families hier fleißig am Autogramm schreiben, wenn ihr vielleicht noch mal kurz hierher kommen könntet. Zum Winken. Hallo, die ganze Kelly Family, bitte noch mal zum Abschluss. Wie macht das bloß Papa Kelly immer, ja, wenn er Abreise ist? Ich kann ja schon mal sagen, morgen sind übrigens Kim, Lukas und Mia da. Und? Ich bin auch noch da und Olli lassen wir auch noch mal mit. Ja, ich bin auch noch mal da. Das war unser Kelly Family Special praktisch. Hat sehr die ganze Spaß gemacht Zeit mit dir. Ja, ja. Ich fand es auch sehr schön mit euch. Auch. Und danke. Jasmin. Jasmin, ja. Es war wirklich schön und ich muss sagen, es hat richtig gut gerochen im Studio. Ich muss jetzt mal irgendwie Vorurteile loswerden. Pfui. Ja. Muss runterfallen. Nein, das sind Vorurteile. Wir haben da schon eben drüber gesprochen oder so. Die Leute denken ja auch, dass du doof bist. Nein. Bist du ja gar nicht. Die Kellys sind richtig nette Jungs. Und spätestens in der Köln Arena am 26. werde ich mit bei der Kelly Family performen. Ja. Das ist jetzt der neueste Stand. Der ist unser neuer Mitglied. Ja, nachdem ich schon bei den Backstreet Boys nicht mitmachen durfte, es bei Five auch nicht geklappt hat. Bei Wango Boys auch nicht. Nein. Wo komme ich jetzt hin? Zu der Kelly Family. Ja! Und mit viel Glück erhört dich Malte dann auch noch. Eine Minute. Hey, sag schnell Hans Meiser Bescheid, ja? Okay. Und das werden ja alles mal, wie heißt das, wenn ich Malte heirate? Schwager, ne? Malte, wir beide, komm noch mal her. Ja? So. Ihr freut euch? Ja, das müssen erstmal die Brüder hier absegnen, ne? Also erstmal musst du mit uns klarkommen. Und dann darfst du die Schwester ran, also mach mal ein bisschen Platz. Hey, okay, so. Ja. Und wir beide gehen jetzt okay, mal. Okay, das war's interaktiv. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann.